Hallo zusammen, liebe Suncruiser. Ja, besondere Situationen fordern besondere Massnahmen. Ich möchte mit einer kleinen Videobotschaft euch ganz kurz erklären oder ein bisschen erzählen, wie es uns gegangen ist und wie die Situation ist jetzt bei Suncruise, wie es aussieht auf Gran Canaria und auch wie es weitergeht. Ganz kurzer Rückblick. Das Wichtigste vorab. Wir hatten eine unfallfreie Saison, auch wenn sie nicht ganz vollständig war. Aber das ist, glaube ich, das Wichtigste. Wir sind alle Teilnehmer miteinander, sind wir mehr als um den Globus herumgefahren, wenn man so will. Und wir sind erstens unfallfrei geblieben und zweitens haben wir keine einzige Panne gehabt. Also das spricht schon auch für die TÜV natürlich dementsprechend und auch für Vernunft und Sicherheit von der Teilnehmer. Ja, wir haben einiges an Teilnehmer gehabt. Wir sind sehr viele Kilometer gefahren. Wir haben sehr schöne Momente erlebt. Auch außerhalb vom TÜV-Fahren, selbst jetzt irgendwie auch zum Abschlussabend noch am Hafen, wo wir noch etwas gegessen oder getrunken haben. Oder einmal nach der Tour jeweils, wenn wir noch zusammen gesessen sind und ein Bier getrunken haben. Es war immer sehr lustig gewesen. Und wir haben wirklich sehr interessante und spannende Leute kennengelernt untereinander. Ja, wie ich schon gesagt habe, wir mussten die Saison vorzeitig abbrechen. Wir haben die zwei letzten Wochen leider nicht mehr fahren können, weil in ganz Spanien, natürlich auf den Kanarischen Inseln, hat es Ausgangssperre gegeben. Also man darf ohne einen triftigen Grund hat man nicht mehr raus dürfen. Dann ist leider wieder noch TÜV fahren. Also die haben das auch sehr stark kontrolliert. Dementsprechend haben wir dann die letzten zwei Wochen nicht mehr fahren können und haben uns dann müssen entschliessen, was machen wir jetzt, wie kommen wir zurück? Und wir haben uns eigentlich entschlossen, meine Partnerin, unser Hund und ich, dass wir gemeinsam zurückfliegen. Und wir sind am letzten Samstag zurückgeflogen mit einer Sondermaschine von der Edelweiss und sind eigentlich froh, dass wir da sind. Wir sind gesund, haben kein Fieber, denke, wir haben da nichts verwünscht. Der Hund auch nicht, dem macht das eh nichts aus. Das ist mal das Wichtigste, sind im Grunde immer gesund angekommen. Was natürlich ist, die vier BMW 1250 GS, die sind in Gran Canaria geblieben, ins Auto auch, der Anhänger auch. Ist ein eine spezielle Situation. Wir sind jetzt da und ich möchte euch einen kleinen Ausblick geben, der Möglichkeiten. Man kann nicht wahnsinnig viel sagen, die Lage ist relativ unsicher. Wie ich schon gesagt habe, in Spanien das ziemlich restriktiv handhaben, aber es wird Spanien ziemlich schwer treffen, so wie ich das beurteile. Dementsprechend können wir überhaupt noch nicht jetzt sagen, werden wir die nächste Saison 2020-2021 durchführen oder nicht. Es gibt verschiedene Szenarien, die eine ist, man führt sie ganz normal durch, da müsste aber einiges passieren in Spanien und auch in der Schweiz. Die andere Variante ist, man führt sie gar nicht durch. Und die dritte Variante ist so etwas zwischen denen, so die Schweizer Kompromisslösung, dass wir vielleicht eine ganze kurze Saison machen, November, Dezember, weil wir haben schon Teilnehmer für November, das heisst die, die das verschoben haben, dass wir dann vielleicht November, Dezember fahren und nachher mit den TÜV dann nachher respektive Anhänger und Autofähre dann zurückkämpfen. Ich kann momentan nicht viel mehr dazu sagen, das sind einfach die Szenarien, die wir haben. Wenn sich dort etwas tut, dann werden wir das auf unserer Webseite www.suncruise.ch werden wir das dokumentieren. Zurzeit sind wir mit Hochdruck da, die Rückabwicklung von den Teilnehmern der zwei letzten Wochen zu bewerkstelligen. Wir sind dann in Kontakt mit der Edelweiss, mit dem Hotel und mit der Transfergesellschaft. Und man will dort wirklich schauen, dass man eine ganz gute Lösung dort herbringt. Verbraucht aber noch schnell ein Moment Zeit, aber hat für mich eine höhere Priorität und wir werden uns so bald wie möglich melden mit einem konkreten Vorschlag für jeden Einzelnen, was es betrifft. Ja, grundsätzlich, Webseite steht, per E-Mail sind wir erreichbar, per WhatsApp, per Telefon. Wenn da noch Fragen sind, ich habe einfach gemerkt, es sind viele Fragen jetzt auch gekommen oder Kommentare auch via WhatsApp und so weiter, was passiert, wie läuft es, wie geht es.
Und ich dachte, ich mache eine kleine Videobotschaft, wo man das vielleicht ein bisschen persönlicher machen kann, wenn wir schon jetzt immer überall auf Distanz gehen müssen und uns ja gar nicht so treffen können. Zum Schluss möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei unseren Freunden. Ich glaube, wenn es etwas Positives gibt in dieser Zeit von Covid-19, ist es, dass man jetzt wirklich sieht, wie die Freunde zu einem stehen, wie jeder das macht, was er kann und wirklich teilweise unbürokratisch einfach uns unterstützt. Weil die ganze Sandcruise-Geschichte, das ganze Projekt ist ohne so helfen gar nicht möglich. Ich möchte mich wirklich bei allen bedanken. Und auch bei meinen spanischen Freunden, also wir haben auch dort in Gran Canaria, in Puerto de Mogán, Freunde, die uns auch unterstützt haben und so weiter. Es braucht wirklich viele Details, die dann sichergestellt sein müssen. Ich möchte mich ganz herzlich bei all denen bedanken. Und natürlich auch bei allen Teilnehmern, die uns jetzt diese Saison besucht haben, letzte Saison besucht haben, vorletzte Saison besucht haben. Und auch die, die zum zweiten Mal schon da gewesen sind, möchte ich mich wirklich nochmal ganz herzlich bedanken. Ja, der Abschluss gilt eigentlich, klingt schon fast politisch, aber nein. Bitte folgt den Weisungen vom Bundesrat, vom BAG, kann ich nur sagen. Die ganze Covid-19-Geschichte ist wirklich, schaue ich rein mathematisch an. Wie verbreitet sich der? Es geht exponentiell, geht es weg. Was ist die Inkubationszeit und so weiter. Einfach mit den Parametern, die wir haben, müssen wir wirklich wahnsinnig aufpassen. Das geht ab wie eine Rakete. Ich glaube, in Spanien wird man das dann auch noch sehen. Ich hoffe, dass wir es in der Schweiz einigermaßen eindämmen können. Und ja, mein Aufruf, bleibt zuhause, passt auf, steckt euch nicht an und tut dem eigentlich Folge leisten. Also, ich möchte mich nochmal herzlich bedanken. Ich wünsche euch eine ganz gute Zeit und bleibe gesund und ich hoffe, wir sehen uns im Sommer, wenn wir dann hier auf der Terrasse draussen ein Fest machen. Können wir dann vielleicht wieder mal ein bisschen über andere Sachen reden, als über Virus und Husten und so. Ist alles gut. Macht's gut, bleibe gesund. Toi, toi, toi.